Du suchst nach einem richtig coolen Erklärvideo für das Fach Deutsch? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir von Silicon Valley Kids machen dich zum Deutschass. Alle Videos findest du auf unserem Kanal. Wir freuen uns über deine Unterstützung. Abonniere uns und schenk uns dein Like. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zu schwachen, starken und unregelmäßigen Verben. Hier klären wir, was schwache, starke und unregelmäßige Verben überhaupt sind und wie sie sich voneinander unterscheiden. Für den Fall, dass du auf der Suche nach verwandten Themen bist, haben wir dir unten die passenden Videos verlinkt. Zugehörige Übungsaufgaben zum Ausdrucken und Mitknobeln findest du übrigens in unserem Blogartikel zu Verben. Den passenden Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Außerdem haben wir zum Schluss eine Rätselaufgabe für dich vorbereitet. Wenn du dir das ganze Video anschaust, solltest du sie aber ganz leicht lösen können. Und mit etwas Glück erhältst du dabei sogar eine Belohnung. Okay, dann starten wir direkt mal mit der Frage, warum unterteilen wir überhaupt in schwache, starke und unregelmäßige Verben? Ganz einfach. Die Unterteilung in diese drei Klassen sagt uns nämlich, wie ein Verb konjugiert wird. Du kannst ganz einfach herausfinden, zu welcher dieser Klassen ein Verb gehört, indem du die drei Stammformen bildest. Stammform? Was ist das denn jetzt schon wieder? Kein Problem, schauen wir uns das einfach nochmal in Ruhe an. Die erste Stammform eines Verbs ist der Infinitiv, also die Grundform eines Verbs. Wie zum Beispiel fragen, singen und rennen. Die zweite Stammform ist die erste Person Singular im Präteritum. Also ich fragte, ich sang oder ich rannte. Und Stammform Nummer 3 ist das Partizip Perfekt, also Partizip 2. Gefragt, gesungen und gerannt. Je nachdem, welche Merkmale ein Verb in diesen drei Stammformen besitzt, kann man ganz einfach erkennen, ob es sich um ein schwach konjugiertes Verb handelt, wie das bei Fragen der Fall ist, um ein stark konjugiertes Verb, wie singen, oder um ein unregelmäßig konjugiertes Verb, wie rennen. Welche Merkmale das sind, zeige ich dir jetzt. Lass uns einfach mal mit schwach konjugierten Verben beginnen. Die erkennt man nämlich am leichtesten. Bei schwach konjugierten Verben bleibt der Vokal des Wortstamms in allen drei Stammformen gleich. Schau, bei Fragen haben wir überall den Wortstamm frag. Der Vokal a bleibt unverändert. Fragen, ich fragte, gefragt. Okay, ein weiterer Punkt, an dem du schwache Verben erkennst, ist, dass in der zweiten Stammform immer ein T an den Wortstamm angehängt wird. Also ich frag T. Super einfach. Und das dritte Merkmal für schwach konjugierte Verben siehst du in der dritten Stammform. Hier wird unserem Wortstamm nämlich vorne einfach das Präfix ge angefügt und hinten ein T angehängt. Ge, frag. Und das war's schon. Erkennst du, welche dieser Verben schwach konjugiert werden? Spielen, malen, kennen. Perfekt. Schwache Verben sind spielen und malen. Hier bleiben die Vokale im Wortstamm in allen Formen gleich. IE bei spielen, ich spielte, gespielt. Und A bei malen, ich malte, gemalt. In der zweiten Stammform wird ein T angehängt. Ich spielte und ich malte. Und in der dritten Stammform befindet sich der Wortstamm zwischen dem Präfix G und ihm wird ein T angehängt. G spielt und G malt. Super gemacht! Schauen wir uns als nächstes mal stark konjugierte Verben an. Diese erkennst du daran, dass bei mindestens einer der Stammformen der Vokal im Wortstamm verändert wird. Schau, wie bei unserem Beispiel. Singen, ich sang, gesungen. Hier haben wir in der ersten Form ein I, in der zweiten Form ein A und in der dritten ein U. Außerdem wird in der dritten Stammform zwar wieder ein G vor dem Wortstamm platziert, aber dieses Mal wird kein T, sondern ein N angehängt. G, sung, gen. Auch gar nicht so schwierig, oder? Welche dieser Verben sind starke Verben?
Laufen, kaufen, fliegen. Ja, die starken Verben sind ganz eindeutig laufen und fliegen. Hier verändern sich nämlich zum einen die Vokale in den Stammformen. Laufen, also au, ich lief, also ie, und gelaufen, wieder au, und fliegen, ie, ich flog, o, und geflogen, nochmal o. Und außerdem endet die dritte Stammform in beiden Fällen auf n, gelaufen und geflogen. Super gemacht! Na, jetzt bleibt ja nur noch ein Kapitel übrig. Jetzt schauen wir uns noch an, was unregelmäßige Verben ausmacht. Hier wird es ein bisschen knifflig. Unregelmäßig konjugierte Verben können nämlich weder den schwachen noch den starken Verben zugeordnet werden. Wie bei unserem Beispiel. Rennen, ich rannte, gerannt. Hier ändert sich der Vokal in der Stammform wie bei einem starken Verb. Bei Rennen ist es ein E, bei rannte ein A und bei gerannt wieder ein A. Aber die Endung der zweiten und dritten Stammform passen zu schwach konjugierten Verben. Ich rannte und gerannt. Also eindeutig ein unregelmäßig konjugiertes Verb. Erkennst du, welche Verben unregelmäßig konjugiert werden? Trinken, denken und mögen. Und, hast du es schon herausgefunden? Unsere unregelmäßigen Verben sind denken und mögen. Schau, bei denken, ich dachte, gedacht, ändern sich die Vokale im Wortstamm wie bei einem starken Verb. E, A und A. Aber die Endung in der zweiten und dritten Stammform passen zu einem schwachen Verb. T und T. Das gleiche gilt für mögen, ich mochte, gemocht. Hier haben wir wieder unterschiedliche Vokale im Wortstamm. Ö, O und O, wie bei stark konjugierten Verben. Dafür aber die typischen Endungen der schwach konjugierten Verben in der zweiten und dritten Stammform. T und T. Wow, richtig gut gemacht. Jetzt bist du auf jeden Fall bereit für unsere Rätselaufgabe. Wenn du es schaffst, sie zu lösen, erhältst du mit etwas Glück für deinen Lernerfolg sogar eine Belohnung. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox. Startklar? Hier ist die Rätselaufgabe zu schwachen, starken und unregelmäßigen Verben. Finde heraus, welches Verb schwach, welches stark und welches unregelmäßig konjugiert wird und markiere die Stellen der Stammform, an denen du das erkennen kannst. Kochen, ich kochte, gekocht. Wachsen, ich wuchs, gewachsen. Und bringen, ich brachte, gebracht. Viel Spaß beim Knobeln. Wir sind schon ganz gespannt auf deine Lösung. Cool, dass du dabei warst. Jetzt bist du ein richtiger Deutschprofi. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es uns gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, werde Teil der Siva Kids Community. Klicke jetzt auf Abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns über ein Like von dir und vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du dich für weitere Deutschthemen interessierst, dann schau doch mal hier. Bis bald!